Gameski. Hallo Dzień dobry und willkommen zu einem weiteren tollen Part von Titan Quest Anniversary Edition. Wir sind immer noch vollständig, wie ihr sehen könnt. Unsere Reise Richtung Athen hat uns am Ende in diesen Tempel hier geführt, den wir auch geschafft haben. Und ja, wenn ihr noch wisst, die Verkaufspause, die haben wir jetzt offscreen gemacht und jetzt kann es direkt weitergehen. Und ja, wir versuchen Athen zu erreichen, weiterhin. Gut, ja, heute haben wir uns überlegt, wir reden mal etwas über Videospiele, ein ganz seltenes Thema in diesem Bereich. Nein, aber dass jeder mal erzählt, was er gerade momentan so spielt oder spielen möchte oder und warum das gut ist oder nicht gut war oder. Und genau, da wollte uns, ich glaube, Lakari doch direkt zuerst was erzählen, ne? Ach, okay. ich habe mir ein neues Spiel gegönnt auf der PlayStation 4. Und zwar Horizon Zero Dawn ist jetzt gerade ziemlich in aller Munde, wird als das beste Spiel des Jahres betitelt. Ich habe mir dann erstmal ein paar Infos gegönnt, Tests, kurze Anschneidung zu dem Spiel, weil ich bin mit sowas immer etwas vorsichtig geworden. Und ich habe bis jetzt eigentlich fast nur immer Positives gehört, gelesen, gesehen. Ja. Und dann habe ich mir einfach gedacht, spontan, gut, dann kaufst es dir. Ein Arbeitskollege von mir hat sich vor 2 Wochen geholt und ist jetzt schon durch. Er hat ziemlich gesuchtet. Ja, ich glaube, das ist auch das Einzige, was man daran ein bisschen bemängeln kann, ist, also was ich zumindest gehört habe, dass die Sidequests ein bisschen trocken sein sollen, ein bisschen langweilig werden mit einer Zeit, aber trotzdem super aussehen. Also die Welt dabei zu erkunden soll trotzdem geil sein. Aber das Ziel ist dann halt trotzdem nur, ja, töte dies, bring mir das. Und naja. Ja, aber so, solange es schön aussieht und ja, wenn das Spiel dann nicht super gut aus. Die Grafik, das ist wirklich wunderbar. Soll das schönste Spiel auf der PS4 sein, habe ich gehört. Grafisch. Ja, also das, die Landschaft, du hast wirklich verschiedene Areale hin zu schneebedeckten Bergen, wo du dich bewegst, und dann Wüsten, Wälder und die Gegner, die sich da dann befinden, die sind halt auch genau an dem Areal angepasst und es gibt auch verschiedene Outfits, es gibt so viele Waffen. Denn du musst halt dir eine Taktik überlegen, wie gehe ich den nächsten Gegner an. Weil es ist wirklich so, du kannst nicht einfach mit der Tür ins Haus da die Gegner überrennen. Das geht manchmal einfach nicht. Vor allem, ich habe auch gleich mit dem Schwierigkeitsgrad schwer angefangen, weil ich gehört habe, normal soll einfach zu einfach sein. Und ich bin schon oft gestorben, einfach weil ich die Sache unterschätzt habe, besser gesagt. Ich wollte gerade sagen. Und ja, ich bin von dem Spiel echt angetan. Ich bin auch recht weit mittlerweile, aber auch weil ich es einfach die ganze Zeit spiele. Ich spiele das bis zum Morgengrauen fast. Oh krass. Ich kann einfach nicht aufhören, ist echt so. Du willst immer wissen, wie es weitergeht, weil du willst ja auch wissen, wie ist das alles zustande gekommen und die Story. Story, Alter. Die dröselt sich halt durch einzelne Dateien, die man so findet, hin und wieder. So, das sind Sounddateien oder Textdateien, so die man scannen kann. Und dann kann man sich halt, wenn man Lust hat, durchlesen und dann erfährt man mehr über die Welt. Über die Welt, wie sie mal früher war. Und wie das dann dazu gekommen ist. Ja, das finde ich auch immer gut. Das zeichnet, denke ich, auch ein gutes Spiel aus. Einmal, dass die Story dahinter so geil ist, dass man unbedingt weitermachen möchte, um mehr herauszufinden. Und dass die Story auch wirklich weitläufig ist. Also, dass du auch einfach Dinge, wenn sie dich interessieren, lesen kannst, nachgucken kannst. Dass da wirklich, dass das Hintergrund hat. Mhm. Und das fand ich auch an der Elder Scrolls-Reihe immer so genial, dass du dich auch einfach hinsetzen kannst. Und ich habe zum Beispiel bei Skyrim damals 2 Tage lang, an denen ich jetzt gespielt habe, weiß ich nicht, 3, 4 Stunden am Stück, habe ich nur Bücher gelesen. Ja, also einfach mal 8 Stunden lesen, weißt du, so in so einem Videospiel. Also das ist es geil gemacht dann, ne? Wenn wirklich diese Welt dahinter auch was hat. Ja, cool, auf jeden Fall. Hast du da noch was? Oder Nö, eigentlich soweit nicht. Es sieht einfach wunderbar aus. Es lässt sich auch gut spielen. Und, ja. Ich stecke fest. So. Also, Fazit hier: machen wir es sehr professionell und wie es die Leute doch mögen. Wie viel Punkte von 10? Oder wie viel Prozent von 100? Oh Gott.
Ich habe das Spiel noch nicht durchgespielt. Aber, stimmt, aber Eindruck. Moment, ich sterbe. So, ach, sag einfach irgendwas Hohes. 8,5 würde ich, oder fast schon 9 würde ich geben. Ist voll gut. Das klingt sehr gut. Ja. Schick. Cool. Okay, Kani, sag mal, was worüber wolltest du uns denn was erzählen? Moment. Warte, erstmal hier rauskämpfen. Ja. Hat Final Fantasy 15 am Spiel. Ich hab's schon durch, aber ich hab nochmal zu Weihnachten das Lösungsbuch bekommen und ich bin eine der Personen, die das dann gerne nochmal spielt, um das auf 100% zu kriegen. Aber ich spiele die meisten Spiele gern das erste Mal ohne Lösungsbuch, damit der Überraschungseffekt bleibt. Ansonsten ist es ja auch langweilig. Ja. Das stimmt. Und ja. Also, ihr macht viel gut, was Final Fantasy früher ausgemacht hat, was in den letzten Teilen leider schlecht geworden ist. Also die Welt ist wieder ein bisschen offener. Es hat eine packende Story, auch wenn die erst am Ende so rauskommt. Man durch die ganzen Nebenmissionen von der Story sehr abgelenkt wird und die dann auch vergisst, ist sie an sich sehr gut. Nebenmissionen sind wenigstens teilweise sehr interessant gemacht. Also du hast viel auch wieder Gehirn tötet das. Aber du hast auch ganz interessante Aufträge, wo du mal angeln musst oder mal irgendwas suchen musst. Was mir immer noch fehlt, sind die Rätsel. So irgendwie Final Fantasy 10, 8, 7, da hattest du ja wirklich auch Rätsel, die du lösen musstest, wo du durch verschiedene Reisen und alles sammeln musstest oder so. Das fehlt ein bisschen. Auch das Skillsystem ist ziemlich linear. Also ich mag lieber so komplexere Skillsysteme, wie es auch bei Final Fantasy X zum Beispiel war. Also ich fand das Skillsystem aber gar nicht so schlecht in dem Spiel, weil klar, es war recht linear, es geht. Also es war natürlich bei weitem nicht so komplex wie ein Sphärobrett beispielsweise, aber man konnte doch schon recht gut entscheiden, wo man zuerst hin will, was man zuerst lernen will. Und aber das man kriegt alles relativ gut voll. Es ist doch eine relativ limitierte Auswahl. Ja, das stimmt. Ich muss dazu sagen, das Sphärobrett fand ich früher aber noch recht übersichtlich. Es ist ja, es gibt dir mehrere Wege frei, aber wenn du dich für einen entscheidest, dann kriegst du halt den Skill so schön gleichmäßig. Mal gibt es Stärke, mal gibt es HP, mal gibt es MP. Ja, aber das war auch nur bei dem normalen Sphärobrett sozusagen. Standardbrett, es gab ja nochmal dieses Experten-Sphärobrett, wo auch die Fähigkeiten zum Beispiel eines Magiers nicht linear waren, sondern ziemlich verteilt. Sag mal, Leute, wo rennen wir gerade eigentlich hin? Weil wir. Ich gehe zu dem grünen Punkt links. Ja, da wird wahrscheinlich irgendwas sein. Ich glaube auch, da ist Tor. Das ist eigentlich nicht die Richtung, in die wir müssen, aber wir sollten mal zum Tor hin. Okay. Scheint Probleme zu haben. Weißt du, wo ist er denn? Da läuft er. Sag doch was. Und atme nicht immer so ins Mikro. Wer? Weiß ich nicht. Der Atme kommt nicht von mir. Ich weiß nicht von. Nee, ich hab gesagt Atmet. Ich weiß nämlich nicht, wer es ist. Irgendwer hat sein Mikro zu nah an der Nase. Ich hab jetzt ein bisschen weiter weggemacht. Ja. Außerdem, Lisa, du tust ab und zu Hallen. Ja, stimmt. Aber das liegt einfach, glaube ich, an der Soundkarte. Das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal. Ja, ich spiele ja auf meinem Netbook, da mein PC im gleichen Raum steht wie GameSpace und man mich dann durch sein Mikro hören würde. Und das ist inakzeptabel. Oh, nein. Ja, deswegen darf ich im Wohnzimmer am Boden sitzen und auf meinem Netbook spielen, während mein schöner Gaming-PC drüben steht. Ja, dafür kauft man ihn doch. Penny, das ist nicht die Cover-Lias-Art. Du ja. Solltest dich aus Solidarität auch auf den Boden setzen. Oh ja, das wird richtig gut. Das wird richtig gut. Dann sitze ich auf dem Boden, meine Hände die ganze Zeit nach oben gestreckt, um hier spielen zu können. Das Mikro kann ich nach unten stellen, das ist kein Problem, aber ich glaube, ich würde nichts mehr sehen. Dafür? Bitte melden, also ich wäre schwer dafür. Und ich würde mich schämisch freuen. Aber ihr habt ja nichts davon, weil ich noch keine Facecam habe. Wenn ich das irgendwann haben sollte,
Ach, ich lauf rüber, mach ehrlich, Fotos. Ich glaube, die Leute möchten deine Hackfresse nicht sehen. So hackig ist die gar nicht. Ich muss aber sagen, als ich letztens dann die Bilder gesehen habe, ne? Die neuen. Ach, von der Band oder was? Ja. Aber ganz ehrlich, die sind auch gut und auch Mario sieht nicht so aus, wie er auf den Bildern aussieht. Nee, und mein Gitarrist im Übrigen. Achso, ja. Genau. Gut, dass wir ein bisschen vom Thema abgekommen sind, aber wer sich mal diese Fotos angucken möchte, sucht einfach bei Facebook Mustard Silut. Ja, ich weiß, klingt total komisch, aber... Stell doch einfach einen Link rein. Ja, ich stell einfach mal einen Link in der Videobeschreibung. Genau, Link in der Videobeschreibung. Wir müssen es ja professionell machen. Link in der Videobeschreibung, wow. Ja. Ich habe dann, nachdem die Satyr tot sind, mal was für dich. Das kannst du dann mal vorlesen. Vorlesen? Ja, hier. Okay, ah. Brief vom, was, Tiermann Bogenschützen, Nummer 783. Wie geil ist das denn, Alter? Na, dann suchen wir doch mal. Wie geht das denn hier? Ach, du Scheiße. Liebe Mutterl. Ist das ein L? Keine Ahnung. Es ist jetzt 6 Wochen her, dass dieser Heldenjunge hier entlang kam. Susan hat ein Auge auf mich geworfen. Und ich muss zugeben, dass ich sie sehr bezaubernd finde. Um ehrlich zu sein, das mag zum Teil daran liegen, dass sie der einzige weibliche Satyr ist, den ich hier in der Gegend gesehen habe. Ja, wir hatten uns doch mal gefragt, wie das funktioniert, ob das wie bei den Schlümpfen ist, das arme Weibchen. So, nebenbei bemerkt, es ist erschreckend, diese Form von brutaler Geschlechterunterdrückung in der Armee der Tiermänner zu sehen. Ich bin mir sicher, dass es viele qualifizierte weibliche Satyren gibt, die es gerne mit dem Militärdienst probieren würden. Oh, ist das geil, ey. Verdammt, selbst der Name dieser Organisation ist sexistisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Menaden erfreut sein würden, Teil einer Tiermann-Armee zu sein. Was das betrifft, so habe ich begonnen, mir Gedanken um einen umfassenderen Namen zu machen. Aber ich kann mich noch nicht entscheiden, welcher davon der bessere ist. Armee der Tierpersonen? Korps der Tierleute? Meine Bemühungen werden bislang nur verspottet, aber ich bin zuversichtlich, dass ich die hohen Tiere noch überzeugen werde. Die können sich... Ja, eben. Die können sich keine Klage leisten, weil dieser Heldenjunge all unsere Truhen geöffnet und unser Gold gestohlen hat. Ich muss jetzt gehen. Unsere Späher haben den Heldenjungen am Horizont gesichtet. Vielen Dank noch einmal für dein Paket. Du hast keine Ahnung, wie sehr sich unsere Jungs über die Kekse und die Körperpanzer gefreut haben. Liebe Grüße, Mark, alias Tiermann Bogenschütze Nummer 783. Alter. Aber von Heldenjungem sprechen, das ist auch nicht sexistisch. Ja eben, was ist denn, wenn man das... Ich weiß nicht. Würde da Heldin stehen oder Heldenfrau oder Heldenmädchen, wenn du das lesen würdest? Ich weiß es nicht. Warte, probieren wir mal aus. Da kannst du ja ganz kurz sagen, ob du das... Wie du das aber hast? Gib's mal auf. Schon, wie nennt er es wohl? Tiermenschen? Aber das wäre ja auch... Das wird ja die Viecher unterdrücken. Ja, und? Steht bei dir was anderes? Oder nein. Auch Junge? Steht's gleiche. Schade. Ich auch sehr gewundert, ehrlich gesagt. Ja. Ach, solche Sachen habe ich in Spielen aber schon öfter gesehen, dass das dann getrennt wird. Naja, cool. Okay, irgendwie... Okay, also das finde ich sehr schön, dass es hier sowas auch mal gibt und so ein bisschen Humor hier gibt. Genau, wo waren wir eigentlich gerade? Ja, Final Fantasy 15, also tolles Spiel, auf jeden Fall. Finde ich auch gut, dass die Reihe gut weitergeht, weil viele meckern ja wie, das ist kein richtiges Final Fantasy mehr. Die wünschen sich alle einfach nur noch so 7 oder 8, aber ich finde es gut, dass sie auch mal Neues ausprobieren. Also, du meinst wegen den Echtzeitkämpfen? Ja, aber komm, das ist doch mal viel geiler mit der ganzen Bewegung, dem Ausweichen und allem, ist doch mal viel cooler als die ganze Zeit Angriff, Zauber, Item, Angriff, das ist doch scheiße. Ja, obwohl, dann konntest du viel besser taktieren auch. In welchen Veränderungen Buffs und die Debuffs du die belegst oder dich belegst, weil das geht bei dem Spiel wegen den Echtzeitkämpfen auch ein bisschen unter. Ja, das stimmt, aber ich finde das ein bisschen actionreicher. Also mich stört's nicht, tatsächlich. Nee, also stört tut mich das Angriffssystem auch nicht. Wie gesagt, also, mir fehlen so ein bisschen die Rätsel und Nebenstories, die auch wirkliche Geschichten erzählen. Das stimmt. Das fehlt immer noch, aber es ist schon besser als bei 13 zum Beispiel.
Ja, wie geil war zum Beispiel die Nebenstory bei 7 von Red oder so, ne? Das war halt total cool. Ja. Genau sowas fehlt mir. Aber das soll doch noch kommen. Es soll doch jetzt hier gepatcht werden hier. Die erste Gladius-Story soll doch kommen und dann noch mehr Kram. Ist doch schon. Ach, ist doch schon. Also Gladiolus kommt jetzt, glaube ich, Ignis und, jetzt der Namenssager. Ah, wie heißt der kleine quirlige? Prompto. Ja, danke. Die beiden oder wenigstens eine davon ist schon da. Oh, cool, dann müssen wir mal gucken. Season Pass. Season Pass, genau. Ja. Was kann uns denn der Tor zu guten Spielen erzählen? Ja, im Moment spiele ich zum zweiten Mal Witcher 3 durch in der New Game Version. Also alles New Game Plus. Ja, New Game Plus. Alles nochmal ein bisschen härter und kann meine Items behalten und so weiter und so fort. Okay. So, mal sehen, welche Entscheidung ich dieses Mal treffen werde. Ich finde, es macht immer den Reiz aus, bei solchen Spielen auch mal den Bösen raushängen zu lassen, weißt? Weil ich spiele solche Spiele, wo man halt viel Entscheidungsfreiheit hat. Hat man in dem Horizon Zero Dawn übrigens genauso. Okay. Man kann negativ sein, also schlecht gelaunt, aggressiv oder eher passiv antworten. Und da spiele ich wenn ich das erste Mal so ein Spiel spiele, bin ich halt eher so, wie ich halt selber antworten würde oder reagieren würde. Ja. Und das ist halt meistens eher, also für meinen Teil, bin sehr diplomatisch und eher zurückhaltend. Und naja, es macht halt irgendwie den Reiz aus, auch mal so ein bisschen auf die Kacke zu hauen, große Schnauze zu haben und sowas. Weil ist ja nur ein Spiel. Ja, eben. Nee, das ist auch der Grund, warum ich mein Mass Effect Gameplay, also warum ich mich dafür entschieden habe, das als Guter durchzuspielen, weil ich mir vorstellen kann, dass die meisten, ist nur eine Tendenz, aber da ich ja keine Kommentare kriege, werde ich es auch nicht besser wissen. Aber ich würde vermuten, die meisten haben es schon als Böser durchgespielt. Und deswegen denke ich, ist es vielleicht cooler, das nochmal als Guter zu sehen. Und es spielt ja nicht jeder Spiele zweimal durch. Hab Mass Effect 6 Mal durchgemacht. Oh Gott. Und bis auf kleinere Sachen war ich eigentlich immer gleich. Also ich habe bei Mass Effect nie den Drang gesehen, großartig anders zu spielen. Im Gegensatz zum Beispiel bei KOTOR, da habe ich gut, böse und so weiter gespielt, also. Übrigens, wir stehen jetzt vor den Toren Athens. Wir stehen jetzt schon vor den Toren Athens. Nur mal so. Ja, super, dann, genau, die Schlacht um Athen. Ja, geil. Okay, Leute, dann lasst uns doch gleich mal, vielleicht auch dem hier zuhören. Und dann mal kurz pausieren. Was hast du zu sagen? Ah, du schon wieder. Immer noch am Leben. Ich bin selbst froh, hier zu sein. Ich hatte gedacht, wir Spartaner könnten diesen Albtraum selbst beenden. Ich war ein Narr. Des Stolzes wegen haben wir Hilfe von unseren griechischen Brüdern abgelehnt. Und Sparta hat durch die Monster große Verluste hinnehmen müssen. Ein Soldat kennt nur den Angriff. Aber ich muss mehr sein als ein Soldat. Ich muss ein Krieger sein und lernen, meinen Stolz zu zügeln. Es ist klar geworden, dass die Spartaner sich mit allen Griechen vereinen müssen, wenn wir eine Chance gegen diese Monster haben wollen. Die Prophezeiung des Orakels sagt mir gar nichts, aber deine Taten auf dem Parnass wären eines Heldenliedes wert. Dieser Telkine, von dem du sprichst, muss der Anführer der Horde sein, die uns angegriffen hat. Auf dem Höhepunkt der Schlacht ist er verschwunden. Dadurch konnten wir die Monster zurücktreiben. Ich habe Berichte von Scharmützeln innerhalb der Stadtmauern gehört. Ich kann aber keinen Läufer entbehren. Würdest du nach dem Rechten sehen? Nun, was ist alles passiert, seit ich dich das letzte Mal gesehen habe? Ich bin sicher, deine Geschichten sind mindestens so lang wie meine. Okay, cool. Dann habe ich den beiden Vögeln jetzt dazugehört. Leider ist unsere Zeit jetzt schon für diese Folge vorbei. Ich bin noch nicht dazu gekommen, irgendwas weiter zu erzählen. Über den Witcher haben wir leider auch ein bisschen wenig gehört. Das könnten wir eventuell beim nächsten Mal fortsetzen, oder? Und dann gucken wir mal, was uns noch so einfällt. Ja, dann, ja, erstmal vielen lieben Dank fürs Zusehen natürlich. Unterstützende Links in der Beschreibung und jetzt mal auch von meiner Band, weil es zur Sprache kam, gerne. Und was soll man noch sagen? Danke nochmal und David Sänger heißt auf Wiedersehen. Ciao, ciao.